Ja, hallo, hier ist Christian. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Files, eure Songs in Djangolizer speichern, laden und organisieren könnt. Was neu dazugekommen ist, ist hier die Setliste. Ihr könnt mit einem Klick auf das Plus einen neuen Song machen, leeren Song. Das ist das gleiche, wenn ihr hier New Song macht. Das ergänzt einen Song in der Liste. Mit dem X könnt ihr den Song wieder löschen. Und wir gucken uns mal die Library an. Wir haben hier online die Library. Wenn ihr die Library das erste Mal anklickt, dann wird sie sich auf eurem Rechner installieren, automatisch. Und danach habt ihr offline die ganzen Songs. Es sind im Moment über 62 Songs. Die habt ihr zur Verfügung. Damit ihr nicht durchscrollen müsst, könnt ihr hier auf den gewünschten Anfangsbuchstaben drücken, F. O. Und dann springt ihr direkt zu dem Song. Wenn ihr jetzt einen Song ausgewählt habt, zum Beispiel Out of Nowhere, dann könnt ihr diesen zur Setliste hinzufügen, Add, und schon erscheint er in einem neuen Eintrag. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Eintrag überschreiben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel Petit Fleur und dann benutzt ihr Replace und schon ist es hier überschrieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Petit Fleur überschreiben will, dann gehe ich auf Passion, Replace und schon ist es überschrieben. Was auch ein schönes Feature ist, hier habt ihr die Übersicht über das Lied, um was es geht. Es ist ein Walzer, welche Tonart ist dieser Walzer, was sind so, hat es ein Intro oder nicht. Hier seht ihr die Form und hier wieder der Swing, der Groove und das Tempo. Hier könnt ihr noch durchscrollen, um einen Überblick über die Akkorde zu ergattern. Das ist ein sehr praktisches Feature, wenn ihr zum Beispiel zwei verschiedene Versionen habt von dem gleichen Song und nicht mehr genau wisst, ja, welche Version spielen wir denn jetzt mit meiner Band XY, könnt ihr die Songs hier vergleichen. Gut, wir laden mal ein paar Songs rein. Das geht übrigens auch mit Doppelklick und der Song wird dann hinzugefügt. Wenn ihr die Tastatur benutzen wollt, dann benutzt ihr die Pfeile runter, hoch und mit dem Pfeiltast nach rechts fügt ihr einen Song hinzu und mit der Taste Enter könnt ihr einen Song ersetzen. Gut, wenn ihr das gemacht habt, mit dem Reinladen, wenn ihr eure Setliste organisiert habt, dann könnt ihr Close machen, dann kommt ihr zurück. So, und dann geht es darum, dass ihr diese Setliste noch anschreibt. Hier können wir zum Beispiel schreiben, Konzert vom was auch immer, Swing Swingin und dann tun wir noch löschen und dann könnt ihr das speichern. Export Set. Und hier habe ich Setlisten. Hier kann ich das speichern. Und voilà. Mit Import Set könnt ihr diese Setlisten wieder laden. Ich habe hier verschiedene Setlisten schon vorbereitet für mich. Zum Beispiel die Setliste, die automatisch erscheint bei der Online-Version. Hier habe ich verschiedene Exercises reingepackt, wo man gleich mit ein bisschen Grundtheorie loslegen kann, sich warm spielen kann, bevor man dann ans Eingemachte, an die Songs geht. Ja, wir haben hier oben noch die einzelnen Songs, die man laden speichern kann. Wir haben bis jetzt angeguckt, wie das mit der Library funktioniert. Das ist wie gesagt die große Bibliothek,
die online auf dem Server liegt. Wir haben noch eine User Library. Das sind alle Songs reingepackt, die Benutzer programmiert haben und online gestellt haben. Dazu benutzt man den Knopf Share. Ja, hier hat schon viele Songs drin. Ich tue die immer wieder rüber, ein bisschen überarbeiten. Wenn zum Beispiel hier kein Text drin ist, dann tue ich den Text noch reinschreiben und tue die dann in die offizielle Library rüber. Wenn es ein Song ist, den ich auch ein bisschen kenne, wo ich denke, ja, der lohnt sich. Da gibt es viele Songs, da habe ich keine Ahnung, um was geht's, keinen Beschreib. Also so für in die Zukunft, wenn du dich angesprochen fühlst, einen Song zu teilen mit anderen Usern, dann wäre das toll, hier ein bisschen Text reinzuschreiben, bevor du ihn dann mit Share uploadest. Gut, ich zeige das noch schnell mit Share, wie das funktioniert. Hier sieht man den Text, um was es geht. Gucken, dass der Song nicht schon vorhanden ist in der gleichen Version. Bitte daran denken, dass wenn ihr einen Song hochgeladen habt, ihr könnt den nicht löschen. Das mache ich für euch. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, sagen, hey, ich habe da aus Versehen einen Song hochgeladen. Dann lösche ich den, ist kein Problem. Guckt vielleicht auch, dass die Akkorde stimmen und dass ihr den Songnamen hier vorhin hinschreibt, bevor ihr den hochlädt. Und ja, gut wäre noch, wenn das Tempo im Originaltempo eingestellt wäre, damit die Leute auch ein bisschen wissen, wie es am Schluss klingen sollte. Ja, gut, dann Cancel. Mit Private, da habt ihr eure persönlichen Songs. Die könnt ihr hier speichern. Und da sage ich jawohl, okay. Und wenn ihr dann wieder den Song laden möchtet, dann habt ihr die gleiche schöne Übersicht wie bei der Library mit euren privaten Songs. Auch hier wieder der Schnellzugriff alphabetisch. Wenn ihr einen Song nicht mehr braucht, dann könnt ihr den löschen, anwählen, Delete, okay, und dann ist der Song aus der Liste weg. Diese Liste, diese Songs, die sind intern gespeichert bei den Preferences im System. Wenn euch das ein bisschen zu ungeheuer ist, ja, wo sind jetzt nun meine Songs und ich möchte eine volle Kontrolle über meine Songs, dann könnt ihr das machen mit Export und dann Import. Export, da könnt ihr im ganz normalen File-Handling auf euer Harddisk könnt ihr diese Files speichern, organisieren. Ich habe hier das organisiert mit Jungleizer Songs, Jungleizer Setlisten. Die werden übrigens nur dann angezeigt, wenn ich eine Setliste lade. Und dann könnt ihr Namen geben, das speichern. Und so könnt ihr auch Backups machen. Ja, ganze Setlisten, Import, Export haben wir angeschaut. Kann man das Ganze auch noch ausdrucken. Für das mache ich ein separates Video. Guckt euch das an. Hat es ein tolles neues Feature. Und ich hoffe, euch hat das was gebracht. Und was ich noch zeigen wollte, ist, ihr könnt natürlich diese Songs organisieren. Also wenn ihr eine Setliste macht, die dann ändert, zum Beispiel, ich habe hier eine Setliste, so, da zum Beispiel Fiori Zigane, eine Band, wo ich mitspiele, da haben wir so Birthday-Konzerte, und da möchte ich den Swing 39, den spielen wir früher, spielen wir noch den Lulu Swing hier, Happy Birthday kommt dann erst irgendwann mittendrin und so weiter. Und wenn dann die Reihenfolge stimmt, dann speichern und Export Set. Gut, okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.